Hallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 5 hier auf dem Pixel-Kanal mit mir, dem Ray. In der heutigen Ausgabe steht unser Streckentestformat RTDS auf dem Programm und ich würde sagen, wir verlieren auch keine Zeit und beginnen direkt mit der ersten Einsendung. Die kommt von Firmiro mit seiner Aussichtspunkt-Rundstrecke lang und hat Folgendes dazu geschrieben. Hallo Ray, erstmal möchte ich Danke sagen für deinen Content. Du hast mich in die Forza-Welt zurückgeholt. Habe lange Zeit Forza Motorsport 6 gespielt, mit Horizon bin ich leider nie so ganz warm geworden. Da ich mich eher auf der Rennstrecke zu Hause fühle, bin ich der große Freund von diesem Checkpoint-System, da man diese schnell mal verpassen kann. Nutze Horizon 5 als Vorbereitung auf Motorsport 8. Ich habe bei meiner Strecke versucht, die Horizon-Atmosphäre einzufangen. Dich erwartet eine anspruchsvolle Strecke mit einigen Überraschungen und vielen schönem Drumherum. Ich persönlich fahre nur A800 und empfehle dir hier ein Auto, was beim Anbremsen stabil ist. Ja, freut mich natürlich, dass dir erstmal der Content gefällt, dass er dich so ein bisschen zurück in die Forza-Welt gebracht hat. Wobei ich auch dazu sagen muss, die Einsendung ist schon ein bisschen paar Tage älter. Also ich weiß nicht, ob Firmiro tatsächlich immer noch in Forza unterwegs ist, denn man spürt schon so einen gewissen Schwund und ich kann es auch komplett nachvollziehen, um das mal ganz kurz off-topic reinzuwerfen, dass halt viele gar nicht mehr Forza spielen und eigentlich sehnsüchtig auf eine Expansion warten, was halt einfach einen größeren neuen Inhalt, neuen Anreiz mit reinbringt. Ich meine, die Entwickler sind ja fleißig dran, ja, Updates zu bringen mit neuem Content. Ich meine, erst gestern habt ihr ja Serie 7 und auch schon den Teaser zu Serie 8 gesehen, wo ich mich sehr drauf freue. Aber naja, Autos alleine reicht halt manchmal nicht aus. Deswegen kann ich das schon irgendwo verstehen. Ich verstehe auch irgendwo, dass viele Zuschauer auch gar nicht mehr so aktiv dadurch dann halt auch die Videos verfolgen. Deswegen bin ich dir umso dankbarer, dass du eingeschaltet hast und immer noch fleißig den Content hier zu Forza Horizon konsumierst hier auf dem Kanal. Da bin ich dir sehr, sehr dankbar. Und natürlich auch über jedes Kommentar, über jeden Daumen nach oben bin ich da wirklich sehr, sehr dankbar. Es ist, wenn man so möchte, eine etwas schwierige Zeit für uns Forza-Spieler. Aber da müssen wir halt einfach ein bisschen näher zusammenrücken. Und ich denke, da kommen auch wieder bessere Zeiten, ja, um es mal so zu sagen. Und eine bessere Zeit werden wir auch jetzt erleben mit der Aussichtspunktstrecke, habe ich gehört. Die ist richtig toll. Ich habe mich mal hier für den i8 entschieden. Den habe ich mal in der Festival-Playlist aufgebaut oder in einem Playlist-Stream, besser gesagt. Und der war richtig gut. Und der ist in der A800-Klasse. Deswegen dachte ich mir, komm, nehmen wir den mal. Natürlich ein bisschen am Motor was verändert. Das ist kein Hybrid mehr, sondern jetzt haben wir hier einen V8 aus dem M3 E92 mit am Start. Zumindest mal, wenn ich mich noch richtig erinnere. Und ich glaube, damit können wir auf jeden Fall unseren Spaß haben. Ja, wir gehen zu Creative Hub, zu Event Lab und dann unten über das Suchenfeld geben wir den beigelegten neunstelligen Code ein. Auch da, ich erwähne es immer wieder, ihr könnt in der Videobeschreibung entsprechend, ja, diese ganze Übersicht von den ganzen Einsendungen, die schon bereits dran kamen, als auch von der heutigen Folge einsehen. Da ist auch der Code für die zum Beispiel PXA-Teststrecke zu finden. Findet ihr, wie gesagt, alles in der Videobeschreibung. Generell, ein Blick in die Videobeschreibung schadet ihr beim Forza Horizon 5 Let's Play nicht. So, jetzt gucken wir mal, da ist es auch schon. Wunderbar, wählen wir aus und ich bin mal sehr gespannt, was uns erwartet. Eines kann ich auch schon mal sagen, eine Einsendung, die wir heute sehen, ist eine der ersten, die eingereicht wurden. Ja, ich sag ja immer noch, der Zufallsgenerator entscheidet, ja. Es kann sein, dass eine Einsendung eingereicht wurde und am Tag danach kommt es schon dran. Es kann aber auch sein, dass du was einreichst und gefühlt dann Jahre später kommt sie erst dran. Also das kann natürlich auch passieren. Deswegen, eine Einsendung heute ist wirklich gesagt eine der ersten. Ja, die ist einstellig, wenn man so möchte, was die Einsendungsziffer betrifft. Aber dazu kommen wir später. Ja, jetzt erstmal hier die Strecke von Firmiro. Ich bin gespannt. So. Vielleicht hätte ich den Schwierigkeitsgrad auch ein bisschen senken sollen. Der habe ich ja immer noch auf unschlagbar. Aber sei es drum, wir gucken jetzt primär erstmal auf die Strecke und hoffentlich lasse ich mich nicht allzu sehr von den drei Vatanen ablenken. Upsala. So, das sieht jetzt erstmal ganz cool aus. Er hat auch ein paar coole Elemente, ne? Also, es wirkt schon sehr Horizon-lastig. Okay, Reifenstapel hier rum. Hier eng rein. So was Ähnliches hatten wir ja schon mal, ne, dass man hier reinfährt und dann wieder raus. Und wisst ihr was? Auch wenn es mir echt leid tut, ich starte mal ganz kurz neu und mache mal die drei Vatare einfach für die heutige Folge, weil ich will mich auf die Strecke konzentrieren. Ich habe keinen Bock, mich mit den dummen drei Vataren zu ärgern, die mich dann die ganze Zeit wegdrücken und so weiter. Das nimmt, finde ich, die Atmosphäre der Strecke ein bisschen weg und das soll ja nicht sein. Ja? Wir wollen uns voll und ganz heute auf die Community-Strecken konzentrieren. Und vielen, vielen Dank. Ja, muss ich auch da an der Stelle nochmal sagen, nicht nur, dass du hier fleißig mit am Start bist, sondern dass natürlich auch fleißig weitere Einsendungen eingereicht werden. Denn diese Community-Formate funktionieren ja nur mit einer intakten Community. Deswegen vielen Dank für eure ganzen Einsendungen.
uns mal schleunig so beizu setzen. Gut, dass vor allem der G63 6x6 da vorne das Rennen anführt. So. Irgendwie vorbei zu quetschen, damit wir uns voll und ganz auf die Strecke konzentrieren. Also, ne, die ganzen Fahnen und so weiter, die müssten eigentlich auch händisch platziert worden sein. Oder sind die standardmäßig vom Festival hier? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber sei es drum, es fällt auf jeden Fall nicht auf, was jetzt quasi händisch von ihm gemacht wurde. Also klar, das ist schon logisch, aber es sticht jetzt nicht negativ raus, was da platziert wurde, sondern das sieht schon sehr cool und authentisch irgendwo aus. Die mir gefällt. So, da haben wir eine Rampe. Vom Gefühl her würde ich sagen, wir hatten die Strecke schon mal. Oder? Also auch mit der Rampe und alles, das kommt mir so bekannt vor. Bin ich jetzt bescheuert? Auch hier, diese Stelle. Hatten wir die Strecke nicht schon mal? Hey, ich bin mir so sicher, dass wir das schon mal gefahren sind. Ich bin gerade komplett verwirrt. Ich meine, er sagt jetzt, es ist Rundstrecke lang. Also vielleicht hat er mal eine andere Version gemacht. Ich bin gerade komplett perplex. Ich lasse die Strecke jetzt mal drin. Es kann sein, dass ich die Strecke jetzt gerade doppelt zeige. Aber ich bin komplett verwirrt. Also ich bin das hundertprozentig schon mal gefahren. Ich habe eben vorher gerade noch gesagt, das haben wir ja schon mal gehabt, sowas. Aber jetzt mit diesem Truck, mit dieser Rampe, mit diesem Nadelöhr da durchfahren, das hatten wir doch safe schon mal. Oder ist die Strecke von Firmiro mal in der Festival-Playlist drin gewesen? Das kann ja auch sein. Aber die Strecke kommt mir so bekannt vor. Ey, ich bin gerade echt verwirrt. Eigentlich kontrolliere ich immer doppelt und dreifach, dass nichts doppelt vorkommt. Heute anscheinend nicht. Das wäre jetzt ja ein lustiger Fail. Ja gut. Aber die Strecke ist trotzdem gut. Da kann man sie auch nochmal zeigen. Hä? Jetzt bin ich voll perplex. Aber den Text habe ich hundertprozentig nicht schon mal vorgelesen. Also den Text, den ich gerade eingeblendet habe, habe ich hundertprozentig nicht schon mal gelesen. Zu 100% nicht. Die Strecke bin ich aber schon auf jeden Fall schon mal gefahren. Das ist ja komisch. Gut. Da versucht der Ray ganz billig mit gleichem Content nochmal hier was zu bringen. So sieht's aus. Nein, keine Ahnung. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Es ist auch kein Update. Ne? Man kann ja auch tatsächlich Strecken, wenn man sie überarbeitet hat, per Update einreichen. Dass man sagt so, hey, ich habe da was überarbeitet, hier ist ein Update. So, aber das ist ja auch nicht. Wie gesagt, er hat halt, denke ich mal, wenn er sie schon Rundstrecke lang nennt, dann gibt es halt auch eine kürzere Version. Wobei, ich glaube, das bezieht sich eher auf die Standard-Rundstrecke, die es gibt. Jetzt muss ich gleich nochmal gucken. Ich bin gerade echt ein bisschen perplex. Sei es drum. Ja, schön, ist ein schön Warm-up, würde ich sagen. Aber ich habe noch kein Like auf die Strecke gegeben. Ja, das sieht man ja eigentlich auch. Das heißt, ich bin sie definitiv... Okay, ich bin... Tut mir leid, dass ich mich hier gerade im Kreis drehe, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ich glaube, es könnte wirklich sein, dass die Strecke einfach mal von Playground Games für eine Festival-Playlist ausgewählt wurde. Kann das vielleicht sein? Das würde mich ja nicht wundern. Warum sollten nicht Strecken aus unserer Community da auch drin landen? Dadurch kenne ich die Strecke. Egal, lassen wir so stehen. Ich gucke gleich mal auf meinen schlauen digitalen Zettel, ob die Strecke tatsächlich nicht schon mal dran kam. Ansonsten, was man auf jeden Fall sagen kann, Strecke ist geil, Checkpoints sind geil gesetzt, Szenerie ist geil, macht auf jeden Fall Bock zu fahren, ist auf jeden Fall einer langen Version dieser Aussichtspunkt-Rundstrecke würdig, so viel steht schon mal fest. Und deswegen, Dankeschön auf jeden Fall für die Einmeldung. Wunderbar, sehr schön. So, jetzt muss ich noch mal ganz kurz gucken. Ne, ich bin die... Doch, die bin ich schon mal gefahren.
Lol, hä, wieso hatte ich die schon mal? Aber das war ein anderer Freigabecode. Hä, jetzt bin ich voll verwirrt. Da, Aussichtspunkt, Rundstrecke lang. Für Miro. Mit einer anderen, das war Folge 65. Okay. Hä, aber warum ist das da nicht aufgefallen? Das ist ja krass. Okay, das ist ein Epic Fail und so wird wahrscheinlich die Folge auch dann schon irgendwie heißen. Also es tut mir leid, aber da kann vielleicht Firmiro nochmal Licht ins Dunkel bringen, warum jetzt die Strecke nochmal auftaucht mit einem anderen Freigabecode. Das würde mich jetzt tatsächlich ein bisschen interessieren. Ja gut, haben wir es halt doppelt gesehen, das ist natürlich ein bisschen schade, aber sei es drum. Zum Warm-up der Folge soll es halt so sein. Ja, es ladet jetzt auch gerade nicht weiter, leider. Deswegen würde ich einfach sagen an dieser Stelle, es gibt einen kurzen Cut und beziehungsweise bevor wir den Cut machen, lesen wir einfach oder schauen wir uns schon mal die nächste Einsendung an und dann gibt es den Cut direkt auf eben die nächste Einsendung oder auf die Strecke. Und zwar, die kommt von Karking mit seiner Horizon Festival Mexiko Rundstrecke und er hat geschrieben, Hallo Ray, ich bin eine Strecke gebaut, ich habe eine Strecke gebaut, die um das Festival geht, da es einer meiner ersten Strecken ist, die ich gemacht habe, ist sie noch verbesserungswürdig. Ich würde dir empfehlen, die Strecke mit einem Kfz der S1-Klasse zu fahren, würde mich über eine ehrliche Meinung freuen. Ja, und in der Zeit ist auch, wie ihr schon gesehen habt, das Ergebnis aufgeploppt. Also wunderbar, dann können wir ja sogar weitermachen, ohne groß zu kann. Genau, guck mal, ich kann ein Like geben. Also er hat die Strecke nochmal neu erstellt und deswegen ist mir das wahrscheinlich nicht aufgefallen, tatsächlich. Das ist ja interessant. Aber wie gut mein Gedächtnis ist, dass ich noch weiß, dass genau diese Strecke mit den Containern, mit dem Rampendings und so weiter, dass wir das schon mal gefahren sind. Aber wie gesagt, Firmiro, du bist mir jetzt eine Erklärung schuldig, aber ja, ich gebe auch offen und ehrlich zu, das ist auch mein Fail, dass ich das nicht gemerkt habe. Sei es drum. Vielleicht kannte ja jemand die Strecke noch nicht und jetzt hat man sie dadurch vielleicht nochmal gesehen. Ist ja auch nicht schlecht. So, wir geben jetzt aber erstmal das hier ein. Wir wollen natürlich heute auch ein paar Strecken durchziehen und wisst ihr auch was? Ich mache auf jeden Fall die Strecken, die ich hier auf der Liste habe, fertig. Egal, wie lange ich dafür brauche. Die sind nämlich alle etwas länger heute. So, alle auf jeden Fall über 10 Kilometer. Wobei, nee, die letzte nicht. Die ist knapp unter 10 Kilometer lang, aber ist egal. So, wir machen das Ganze Horizon Festival. S1 hat er gesagt, dann gucken wir mal, was wir da am besten fahren. Ups, das war falsch. Nein, hallo. Nein, hallo. So. Entschuldigung. So, dann gucken wir doch. S1, was haben wir denn Schönes? Irgendwas Cooles, was wir fahren können. Ja, nehmen wir doch einfach den Spider, den wir auch da mal hatten, ja. Bleiben wir ein bisschen im McLaren-Trott, ja? Nachdem wir ja jetzt dann in der kommenden Serie ganz viel Ferrari haben und in der Serie danach ganz viel deutsche Fabrikade. Können wir ja nochmal ein bisschen hier McLaren zelebrieren. So, das Dach ist leider drauf. Hab ich das nicht runtergemacht? Hat's so egal. Mit Dach sieht auch cool aus. So, dann gucken wir mal, was er da gemacht hat. Festival war ja auch das Thema schon in der letzten RTDS-Ausgabe. So, da war ja auch so ein bisschen meine Idee, was man machen könnte, halt wirklich mehr die Szenerie des Festivals vielleicht auch ausweiten, ja, das ein bisschen nutzen, das Vorhandene schon so ein bisschen mitnehmen und noch ein bisschen mehr Deko platzieren, macht natürlich immer eine Heidenarbeit und am Ende des Tages ändert es die Strecke nicht ab, aber es gibt dem Ganzen einfach nochmal so ein bisschen einen anderen Touch, sag ich mal. Der Checkpoint war ein bisschen verwirrend, weil er so angewinkelt war. Also achtet da echt drauf, wenn ihr Checkpoints setzt. Die Checkpoints sind immer in dem Winkel, wie euer Fahrzeug ist. Und eben der eine Checkpoint, obwohl es geradeaus ging, hatte den Anschein gemacht, dass man abbiegen könnte. Deswegen musste ich mich ganz kurz nochmal auf der Minimap versichern, dass das nicht so ist. Auch hier sehr breit. Also da würde ich auch ein bisschen enger machen. Also schon klar, ne, ich sag ja immer, die Idee muss eigentlich sein, okay, jetzt geht's immer über Schotter, alles klar. Die Idee muss eigentlich immer sein, dass der Spieler anhand den Checkpoints schon quasi sieht, wo es lang geht. Also, dass er die Minimap eigentlich in der Regel gar nicht braucht. Ja? An sich sind die Checkpoints sehr gut, also die Idee, wo sie platziert sind, nur so ein bisschen das Feintuning. Hier und da vielleicht ein bisschen enger, hier und da ein bisschen weiter, hier und da ein bisschen besser in den Scheitel rein. Eben auch die Rotation vielleicht ein bisschen überarbeiten, so, das kann man noch mal ein bisschen besser machen, aber wenn ich das jetzt gerade richtig noch im Kopf habe, hat er ja gesagt, dass es upsala, eine seiner ersten war, das nicht so? Der Checkpoint ist halt auch schwierig. Also, ich finde halt diese Schotter-Elemente tatsächlich, die finde ich tatsächlich nicht so geil, also auf die hätte man echt verzichten können.
Also gerade dieser Abzweig da hinten, da hätte ich jetzt echt weggelassen. Und den anderen Schotterabbereich, den er drin hat, diesen eng in der Mitte, kann ich schon verstehen, weil er da nochmal eine andere Richtung reinbringen wollte. Da könnte man halt wirklich auch mit den Unterlagen, sage ich jetzt einfach mal, spielen, die es ja gibt im Blaupausen-Editor, eben diese Holzpaletten, das gibt es so Metall, Metallplatten, genau. Das heißt, dass man halt einfach immer noch so dieses Grip-Gefühl hat von einem Straßenrennen. Genau, warte mal, genau den Checkpoint, oder welcher Checkpoint, oder der Checkpoint, irgendein Checkpoint war es gerade, der so komisch war. Also deswegen, wie gesagt, Idee cool auf jeden Fall, man kann hier auf jeden Fall was draus machen. Ich finde aber auch, wie schon in der letzten Ausgabe, man könnte einfach hier viel, viel, viel mehr mit dem Blaupausen-Editor spielen. Weil die Strecke ist ja quasi eh schon so ein bisschen vorgegeben, das ist jetzt nichts, ne, also, oder was heißt vorgegeben, man hat halt so ein paar Möglichkeiten, aber einfach ein bisschen mehr mit den Möglichkeiten spielen, ne? Also hier eben jetzt so Platten drüber legen, ist natürlich eine Heidenarbeit, das auch perfekt auszutarieren, upsala, damit man nicht über den Schotter muss, hier den Checkpoint nicht so weit setzen, sondern ein bisschen enger setzen dann vielleicht auch, ne, dass man dann nicht so komplett rausschießt. Also wie gesagt, da gibt es schon auf jeden Fall Verbesserungsmöglichkeiten bei der Strecke, also beziehungsweise im Feintuning, nennen wir es einfach mal so. Das würde ich jetzt nahelegen, wenn man es ändert, dann würde ich generell die Checkpoints nochmal neu setzen, also nicht, weil sie schlecht sind, sondern einfach sie nochmal ein bisschen besser feintunen, wie gesagt. Und was ich weglassen würde, ist definitiv dieser Abschnitt hier. Also der bringt es halt einfach gar nicht mit diesem Schotter hier. Ich finde, das ist auch kein guter Flow, das nimmt einfach komplett alles raus. Also selbst mit, wenn man jetzt diese Platten legen würden oder die Paletten oder wie auch immer, würde man das jetzt nicht wirklich geil hinbekommen, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Klar, sag niemals nie, aber ja, nee. Trotzdem, also irgendwo... Nee, du. Ja, ich glaube, ich würde auch einfach mal abbrechen dann hier. Ich glaube, 2 Runden reichen erstmal bei der langen Strecke. Ich glaube, es ist ein bisschen klar geworden, was ich meine, ne? Also prinzipiell cooler Verlauf, bis auf jetzt der Abschnitt am Ende. Mehr mit der Szenerie spielen, also mehr mit dem Blaupausen-Editor spielen. Checkpoints nochmal ein bisschen feintunen, ne? Hier, genau, da geht es weit raus, dann wieder so, dann wieder so. Also, ja, da kann man das schon ein bisschen optimieren. Also da ein bisschen Liebe reinstecken und dann, finde ich, kann man da echt nochmal viel, viel mehr rausholen. Also ich stelle mir die Strecke jetzt einfach vor, wenn sie übelst krass mit diesen ganzen Elementen voll gespickt wäre. Eben dieser eine Abschnitt, der jetzt eben gleich kommt, ich zeige ihn nochmal, wenn man den dann irgendwie so ausbessern würde, dass man eben nicht auf Schotter fährt, sondern dass man dann halt eben auf diesem Metall- oder Holzuntergrund fährt, was ja vom Grip-Level ähnlich zum Asphalt dann ist, sodass es eben so ein entsprechendes Rennen bleibt. Das würde, glaube ich, dem Ganzen echt super gut tun. Und ja, dann würde ich sagen, lasse ich es mal so stehen. Beziehungsweise kommen die letzten paar Meter jetzt. Die kann ich jetzt auch noch zu Ende fahren. Jetzt ist es auch nicht mehr der Rede wert. Aber das ist so jetzt das, was ich hier spontan mitgeben würde. Da natürlich auch wieder der Anhaltspunkt. Das ist jetzt nur meine bescheidene Meinung. Das ist auch nur gut gemeint, ne? Also am Ende des Tages muss jeder Ersteller selber wissen, ob er diese Ideen annimmt oder sagt, nö, Ray, sehe ich gar nicht so, finde ich voll kacke, dass du das so siehst, nö, ich lasse es, wie es ist. Ich finde gerade diesen Abschnitt hier hinten so toll, deswegen da ändere ich gar nichts. Das ist völlig fein, da bin ich auch nicht böse drum. Ich sage dir nur meine ehrliche Meinung und meinen ehrlichen Ersteindruck, denn ich gucke mir das Ganze ja auch immer schön im First Look an, wobei die Strecke gerade am Anfang war ja dann quasi ein Second Look, aber egal. Ja, und ich lade aber natürlich auch immer jeden recht herzlich dazu ein, selber Feedback in den Kommentar zu schreiben für die Ersteller, ne, weil jeder aus der Community hat ja auch ein bisschen seinen eigenen Eindruck. Gerne auch die Strecken selber nachfahren, ja, nicht nur jetzt zugucken und beurteilen, sondern vielleicht auch selber erfahren. Und ja, diese 300.000 werde ich nie wieder in Wheelspin ziehen, aber hey, immerhin habe ich es in dieser Folge gezogen. Ja, also deswegen gerne Feedback auf jeden Fall in den Kommentaren dalassen. So, weiter geht's. Nächste Einsendung, die kommt von Ford Fallout mit seiner Pixelhelden-Sprintstrecke und er hat Folgendes dazu geschrieben. Moin Ray, habe eine Sprintstrecke erstellt, wo man ein Auto braucht, das eine hohe Topspeed und ein gutes Handling hat. Habe dabei auch den Blaupause-Editor benutzt, damit es nicht langweilig aussieht auf der Strecke. Manchmal laden die Sachen einfach nicht, wenn am Anfang kein Apex-Startlinie da ist, hat er die Sachen nicht geladen. Hätte gerne von dir Verbesserungstipps, was ich bei meiner nächsten Strecke besser machen kann. Du hast freie Autoauswahl. Der Testwagen war ein Porsche 944 Turbo, aufgebaut auf A800. Bleibt alle gesund. Dein Team, die Zuschauer, schöne Grüße aus Kiel. Ja, das wünsche ich dir natürlich auch und auch natürlich auch allen Zuschauern. Gesundheit ist ein ganz, ganz wichtiges Gut.
Ja, das mit dem Laden, das kenne ich auch. Das war das Schockmoment, als ich meine Tesch-Regel gebaut habe, nach 14 Stunden Livestream am Stück. Ja, weil man konnte damals ja noch nicht die Strecken nachträglich editieren. Ich musste das am Stück bauen. Als dann beim ersten Mal laden einfach gar keine Szenerie zu sehen war. Das war natürlich nicht so geil. Aber ich hoffe jetzt einfach mal, dass das direkt klappt. Auto, ich habe einfach gedacht, komm, wenn er schon sagt, hier Porsche 944 Turbo auf 800, dann habe ich jetzt einfach mal Quick and Dirty. Das ist kein besonderes Tuning, sondern wirklich Quick and Dirty. Ich bin blind auf beiden Augen, hier ist doch Porsche. Einfach auch mal einen aufgebaut. Vielleicht jetzt weniger auf Topspeed, wie er vorgeschlagen hat, aber dafür mehr auf Grip. Dann gucken wir mal, wie sich das Ganze dann so fährt. Der Pixelhelden-Sprint, benannt nach unserem Kanal. Welche Ehre. Na, schauen wir doch mal. Also auch hier wieder gehen wir rein und suchen das Ganze über den neunstelligen Code. Ja, das ist das Einzige, was ich tatsächlich im Vorfeld immer wirklich überprüfe, ob ich tatsächlich über den beigelegten Code auch wirklich die Strecken finde. Kann sie ja sein, dass die Strecke auf einmal nicht mehr existiert oder der Code sich geändert hat oder wie auch immer, damit wir hier nicht eine böse Überraschung haben. So wie am Anfang. Ja, verdammt. Sordele. Dann bin ich mal sehr gespannt. Also Sprintstrecke 13,7 Kilometer lang. Also schon ein ordentliches Stück, gerade auf A800. Na, schauen wir mal. Sehr schnelle Strecke hat er ja gemeint. Also von dem her gucken wir mal, wie schnell wir das abspulen können. So, wir gehen hier draußen in der kargen Landschaft. Na, guck mal, ein Tanki. Okay, man hat auch ein paar Bäume gepflanzt, sehe ich direkt. Die gehören normalerweise, ja, Entschuldigung, gehören normalerweise da nicht hin. Ja, die hat er selber platziert. Aber okay, finde ich gut. Bisschen mehr Grünzeug, warum nicht? Oh, was macht er da? Ich habe Angst. Okay, also bis jetzt vom Verlauf her ähnlich zu dem Sprint, den es ja eh hier gibt. Mal gucken, ich könnte mir vorstellen, dass wir dann vorne halt nicht quasi einen Weg zurück machen über die übers Baja Festival, sondern vielleicht eine andere Route einschlagen. Ich bin gespannt. Ja, okay. T-Rex, der irgendwas im Maul hat, sehr gut. Also es ist mehr so dezentes Szenerie, aber finde ich gut, weil okay, das ist hier kritisch, okay, interessant. Mehr eine dezente Szenerie, was aber finde ich zu der Landschaft hier sehr gut passt. Ja, weil das ja eh alles so ein bisschen karger ist, finde ich das eigentlich ganz cool. Checkpoints, beliebtes Thema, sind okay, weil es halt sehr offenes Gebiet ist und man weiß eigentlich, wo es hingeht. Jetzt hier in so einer engeren Kurve ist es auch ein Scheidenpunkt zu finden. Ist okay, kann man mit leben, finde ich. Hier und da hätte ich sie persönlich auch in den schnellen Kurven mehr in den Scheidelpunkt gesetzt, aber ist in Ordnung. Ja, und hier so diese Engstellen hat er, glaube ich, so platziert, einfach, dass man nicht abkürzt. Ist okay, ja. Ist halt ein anderer Stil, wie er quasi die Kurven quasi versucht zu entschärfen. So. Aber bis jetzt, vom Flow her, passt's. Also, ich habe jetzt nicht eine Stelle gefunden, wo ich jetzt sagen würde, oh, 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 was erwartet mich da? Und mein, 0815, 944 Aufbau macht seine Sache da auch ganz gut. Wenn er jetzt tatsächlich im fünften Gang so ein bisschen ans Limit kommt. Na, hier wäre jetzt ein Scheidepunkt gewesen. Jetzt hat er einen davor, einen dahinter gesetzt. Ist okay, weil man es einsieht. So. Schon gesehen, auf der Minimap hat er Danger Sign gemacht, dass man weiß, okay, hier wird's eng. Das nimmt jetzt ein bisschen den Flow raus, aber finde ich jetzt nicht schlimm tatsächlich. Also. Manchmal sind es so solche Elemente, wo ich sage, so, hey, es geht die ganze Zeit Vollgas und auf einmal kommt sowas rein. Finde ich manchmal tatsächlich ein bisschen störend. Hier stört es mich jetzt tatsächlich nicht. Ich finde es eigentlich ganz cool. Ups, oder? Noch mehr, die lag so rum als gedacht. Also ist halt natürlich von der Art und Weise von der Strecke her schon anders als das, was man normalerweise von den Horizon-Sprint-Strecken kennt. Ist ein etwas anderer Stil, eine etwas andere Handschrift. Klar, muss man mögen, wenn man das natürlich jetzt beurteilt und sagt, hey, ihr müsst Strecken bauen, so wie sie eben die Horizon-Strecken standardmäßig vorgeben, dann müsste man natürlich sagen, okay, was soll der Quatsch?
Aber finde ich ja jetzt nicht schlimm. Ich meine, es ist ja gerade das Coole, dass wir auch mal andere Sachen machen. Wir haben viele coole Sachen schon erlebt mit Baustellen und dies und jenes. Also von dem her finde ich das ganz in Ordnung. Es zieht sich auch bis Ende so durch, so der Style. Hier und da immer so ein bisschen so einen Witz reingebaut. Also von dem her, ich finde die Strecke, wenn man so möchte, sympathisch. Hat mich jetzt auch nicht wirklich auch in den engen Stellen und an den etwas langsameren Stellen rausgerissen. Klar, der Vollgasanteil ist schon immens krass. Also ich denke mal, so Competition-Rennen würde ich jetzt nicht unbedingt hier fahren wollen, aber so einfach mal fahren, eine Strecke, Spaß haben, ist auf jeden Fall gegeben. Von dem her passt es. Wie gesagt, Checkpoints, das ist eine persönliche Präferenz, eine persönliche Vorliebe. Und von dem her ist es aber okay, wie es ist, weil man kann es sehr gut einsehen, man weiß, wo man lang fährt. Also von dem her sollte man damit kein Problem haben. Und deswegen sage ich auch vielen, vielen Dank an Ford Fallout für deine Pixelhelden-Sprintstrecke. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Und dann würde ich sagen, kommen wir zur vierten Einsendung heute. Wobei, wenn man es genau nimmt, ist es ja die dritte. Ja, Schande über mein Haupt. Boah, mich ärgert das jetzt übelst. Aber gut, das wird mir dann hoffentlich in Zukunft nicht mehr so passieren. Aber ich bin da einfach, ja, mir ist es einfach nicht aufgefallen. Wie gesagt, für Miro muss auch noch Rede und Antwort stehen. Wie das passieren kann, dass er zweimal die gleiche Einsendung ist. Mit einer anderen Nummer und einem anderen Beschreibungstext. So, egal. Letzte Einsendung kommt von Sorry for Nothing mit unter 720 SPS. Geht hier nix. Ja, und er hat geschrieben, McLaren ist ein Muss. Oder wählst du einen Rivalen? Die Strecke wurde noch beim Videoschauen erstellt mit dem Gedanken, fahr oder stirb, wie eine Legende besagte. Hieß es nicht anders? So mit fr und oder stirb? Egal. Ich find's cool. Cool umfunktioniert. Kurzer Text, knackig. Mit Schmackes. Es ist klar, was gemeint ist. Und ja, da wir gerade eben den 720 gefahren sind, fahren wir ihn jetzt nicht. So, weil er sagt ja schon, oder einen Rivalen. Und zwar habe ich mir überlegt, wir fahren tatsächlich ein Ferrari. Hey, haben wir schon den Übergang für Serie 7 geschaffen. Allerdings nicht den Ferrari, den Pista zum Beispiel, was naheliegen würde mit seinen 721 PS. Denn er hat, glaube ich, das Event für nicht Drag Toys, sondern Modern Supercars erstellt. Deswegen nehmen wir einfach jetzt den J50, den ich ein bisschen getuned hatte. Und der kommt ja auch auf eben diese 720 PS oder knapp drüber. Und daher passt das ja dann ganz wunderbar. Und deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, wir starten das Ganze. So. Und geben das ein zum Schluss. Ja, Strecke, wie gesagt, unter 10 Kilometer lang. Und was man dazu jetzt auch noch mal sagen muss, ich habe es ja vorher schon angeteased, das ist tatsächlich jetzt die Einsendung, die unter den einstelligen Einsendungen ist. Also was damit gemeint ist, es ist eine der ersten 10 oder der ersten 9, besser gesagt, Einsendungen, die dieses Format erreicht hat. Deswegen eine ganz, ganz alte Einsendung, wenn man so möchte. Aber mal gucken, ob sie gut gealtert ist. So, hier ist es nochmal unter 720 SPS. Das finde ich halt auch geil. Geht nix. Ja, bin mal gespannt, ob das so ist. Ja. Ob ich mit meinem J50 da Chancen habe oder nicht. Okay, auf jeden Fall erstmal ohne Treibertare. Das habe ich irgendwie am liebsten, um Strecken zu testen. So, gucken wir mal. Also, ein bisschen Szenerie hier da verbaut. Hier eine kleine Baustelle am Rande. Denn hier habe ich ja auch überlegt, meine erste Teststrecke tatsächlich zu starten, weil man da so eine schöne Beschleunigungsphase am Anfang hat. Und von dem her, das ist tatsächlich jetzt erstmal sehr ähnlich zu meiner Ursprungsidee zur Teststrecke. Ich erinnere da an Folge 29, glaube ich, müsste das gewesen sein. Da habe ich ja meine Ideen, meine Gedanken erstmal preisgegeben zur Teststrecke. Dann gab es eine kleine, große Pause und mit Folge 30 kam dann die Teststrecke, die dann aber ja eben nicht hier durchlief. Aber deswegen liegt es auch nahe, diese Strecke so zu verwenden. Also wie gesagt, das habe ich auch so schon den Gedanken gehabt. Das ist einfach eine coole Kombi. Am Anfang die schöne Beschleunigungsphase, dann jetzt eben hier mit diesem ja, sehr intim-ähnlichen Haarnadelgeschlängel mit drin. Also ein bisschen anspruchsvoll. Hier der Checkpoint ein bisschen nach dem Scheidepunkt gesetzt, finde ich super. Gerade bei solchen Kurven macht es echt Sinn, das zu machen. Also bis jetzt würde ich auch sagen, Checkpoint sehr gut gesetzt. Szenerie. Ja, ein bisschen nicht ganz so viel Objekte platziert, aber muss ja auch nicht. Vielleicht soll ja auch ein bisschen mehr dieses Landstraßen-Feeling aufkommen und nicht dieses eben Horizon Festival. Upsala, Horizon Festival.
Feeling, sage ich jetzt mal, und dann ist es ja okay. Ja, man muss nicht immer alles Schema F bauen, auch wenige Objekte können manchmal gut sein. Das kommt halt immer nur ein bisschen drauf an, wie es halt gerade passt. Wie gesagt, bei diesen Festivalstrecken, diese zwei, die wir jetzt heute und letztes Mal hatten, da finde ich halt, da könnte man es halt wirklich nutzen, wenn man schon beim Festival ist. Warum sollte man da dann auf einmal sagen, nö, jetzt mache ich es nicht mehr, jetzt will ich hier weniger haben. Ja. So. Ja, so ein bisschen jetzt die Extended-Version von meiner Grundidee, die ich damals hatte. Aber wie gesagt, zwei dumme, ein Gedanke, beziehungsweise zwei richtig schlaue Leute und ein Gedanke, muss man ja sagen. Nee, coole Strecke, also vom Layout her, das hat mich ja damals schon, fand ich schon sehr geil, als Teststrecke-Idee. Und jetzt nehmen wir eben auch noch diesen Bereich hier hinten mit, der ja auch sehr nice ist. Aber wie gesagt, für eine Teststrecke war es am Ende dann für mich einfach auch zu lange. So, jetzt kommen wir nämlich hier auf den Bereich, der uns ja jetzt allen bekannt ist. Also wie gesagt, sehr coole Strecke, muss man gar nicht so sagen. Also die Abfolge ist sehr nice. Von dem her, Layout finde ich geil. Objektplatzierung ist halt sehr schlicht gehalten. Da will ich jetzt gar nicht irgendwie urteilen. Oh, guck mal, Flugzeug. Also von dem her passt es. Man könnte jetzt natürlich auch versuchen, einfach wenn man Bock drauf hat, das Ganze auch nochmal als Horizon Festival Sprintstrecke aufzubauen. Dann ist man da aber ewig mit beschäftigt, weil da muss man einige mehr Banden, Tribünen und so weiter bauen. Aber eins steht auf jeden Fall fest, der Verlauf ist sehr, sehr geil. Und ja, gibt es eigentlich groß nichts zu sagen. Also ich würde sagen, Strecke ist gut gealtert. Vielen Dank auf jeden Fall auch für die Einsendung. Wie schon gesagt, alle Einsendungen heute befindet sich oder findet ihr bei dieser Streckenfreischaltcode-Übersichtsseite. Genau, ja, die eine Strecke jetzt halt doppelt. Es geht mir nicht nah, ihr merkt schon, das macht mich komplett fertig, ey. Da ist man so ein bisschen so perfektionistisch angehaucht. Da darf sowas eigentlich nicht passieren. Aber ich hoffe, ihr nehmt es auch mit Humor. Und wie gesagt, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Zuschauer, der die Strecke noch nicht kannte von Firmiro. Und dann ist es ja auch okay. Ich bedanke mich trotzdem recht herzlich fürs Einschalten. Wenn es dir gefallen hat, lass, wie schon ganz am Anfang erwähnt, sehr gerne ein Däumchen nach oben da. Gerne Feedback in den Kommentaren. Gerade Feedback zu den Streckenerstellern, zu den Strecken selbst. Ich glaube, das ist immer sehr geil, da Feedback zu bekommen. Ich glaube, es ist nichts Besseres oder gibt nichts Besseres, als wirklich Feedback für seine Kreation zu bekommen. Schlussendlich ist ja dann immer jedem selbst überlassen, das habe ich auch schon erwähnt, was er dann damit anfängt. Ja, da gibt es ja dann auch kein richtig oder falsch. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Das soll es heute wieder gewesen sein. Und dann würde ich mich auch natürlich riesig freuen, wenn du auch in den kommenden Ausgaben hier in Forza oder zu Forza Horizon 5 dabei bist. Ich sage tschüss und bis dann. Ciao!